Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel. 2024 wird wohl das spannendste Wahljahr dieses Jahrzehnts. Europawahl, Landtagswahlen und natürlich die Nationalratswahl in Österreich. Wohin geht die Reise? Und vor allem rückt Europa und Österreich nach rechts, wie die Umfragen andeuten. Tatsache ist, dass vor allem die Konservativen europaweit stark unter Druck stehen, auch in Österreich. Wer wird eigentlich Spitzenkandidat der ÖVP in Österreich bei der Europawahl? Welches Programm hat die ÖVP eigentlich für Österreich und vor allem für Europa? Und werden wir bei der Bestellung des Spitzenkandidaten oder der Kandidatin noch die eine oder andere Überraschung erleben? Wir wollen es herausfinden. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute Europaministerin Caroline Edt-Stadler bei uns im Studio. Guten Abend, Herr Wendel. Danke, dass Sie gekommen sind. Und ich habe es vorhin erwähnt, das kommende Halbjahr 2024 steht im Zeichen der EU, Wahlen zum Europäischen Parlament und vor allem auch die Volksabstimmung in Österreich über den EU-Beitritt, der jährt sich zum 30. Mal. Alle diskutieren, wird Caroline Edt-Stadler Spitzenkandidatin der ÖVP bei dieser Wahl oder wird sie es nicht? Sie haben schon oft Nein gesagt, aber man kann ja die Meinung auch ändern. Stimmt, kann man, aber in dem Fall bleibt es dabei. Ich werde nicht Spitzenkandidatin für die Wahlen zum Europäischen Parlament sein. Ja, aber wer wird es dann? Ist das schon ausgeschnappt oder ist da noch viel Diskussionsbedarf innerhalb der Partei? Das werden die Gremien, insbesondere der Bundesparteivorstand, zur gegebenen Zeit entscheiden und dann können wir darüber reden. Ja, es hat geheißen, dass die Entscheidung Mitte Jänner fallen wird. So viel Zeit ist da eigentlich nicht mehr, oder? Ja, Sie können davon ausgehen, dass es rechtzeitig die Entscheidung geben wird. Heute ist, glaube ich, der 4. Jänner. Also haben wir noch ein bisschen Zeit bis Mitte, Ende Jänner. Damals, als ich angetreten bin im Jahr 2019, ist die Entscheidung auch im Jänner, ich glaube Ende Jänner damals gefallen. Und insofern ist noch ausreichend Zeit. Die Wahlen finden am 9. Juni statt, hier in Österreich, ein Sonntag. Wie halt immer Wahlen bei uns. Also da ist schon noch Zeit. Ja, trotzdem sollten wir ein bisschen Name-Dropping betreiben. Die einen sagen, Reinhold Lobatka könnte es werden. Überraschend wurde auch jetzt Michael Linhardt genannt, Kurzzeit-Außenminister in Österreich und jetzt Botschafter in Berlin. Haben Sie das auch gehört schon? Also alle genannten Personen sind sehr verdiente und auch versierte Politikerinnen, Politiker in dem Fall, muss man es nicht gendern, zwei Männer, von denen Sie gesprochen haben. Aber ich werde hier weder ein Name-Dropping betreiben und auch nicht kommentieren, sondern das ist einfach den Parteigremien vorbehalten, das zur rechten Zeit zu entscheiden. Ja, das eine ist das Europaparlament und das andere ist die EU-Kommission. Möglicherweise gibt es dort auch demnächst einen freien Job. Würde Sie das interessieren, denn der Job eines EU-Kommissars bzw. einer EU-Kommissarin ist doch reizvoll, oder? Also was jedenfalls fix ist, ist, dass Österreich den Anspruch auf einen Kommissar, eine Kommissarin hat, dass die Europäische Kommission neu zu besetzen ist. Aber das Erste, was einmal passieren muss, ist die Wahl eines Kommissionspräsidenten, einer Kommissionspräsidentin nach den Wahlen zum Europäischen Parlament. Und da gehe ich davon aus, dass das im Herbst erst sein wird, nachdem die Wahlen ja ein bisschen später sind, erst im Juni. Vor 5 Jahren, erinnern Sie sich zurück, waren es Ende Mai. Und dann wird auch die Entscheidung zu treffen sein, wer wird Österreich in der Europäischen Kommission vertreten. Aber das schließen Sie jetzt nicht aus? Dass Sie da ich schließe gar nichts aus. Ich kann mir auch sehr vieles vorstellen, auch das. Aber ich habe auch das schon öfter gesagt. Das Leben ist kein Wunschkonzert und die Politik noch viel weniger. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich wirklich für Europa lebe. Ich werde ja auch ganz massiv jetzt eintreten wieder, um diese Europaskepsis, von der Sie ja schon gesprochen haben, zu begegnen. Ich glaube nämlich, dass es einfach auch wesentlich ist, den Menschen Informationen darüber zu geben, was die Europäische Union macht, was sie gut macht, wo wir halt vieles als selbstverständlich nehmen, egal ob das die Frage der Roaminggebühren ist, die es nicht mehr gibt, ob das das Nichtwechseln von Geld in den meisten Ländern Europas ist, das Wohnsitznehmen, Studieren von überall, das sind alles Dinge, die nehmen wir als selbstverständlich und ich glaube, das sollte man gerade in einem Jahr, wo so wichtige Entscheidungen auf europäischer Ebene getroffen
getroffen werden, auch wieder mal näher bringen. Und ich meine, ich würde mir natürlich wünschen, als überzeugte Europäerin, dass die ganze Periode hindurch auch tatsächlich getrommelt wird und dass man nicht nur von Misserfolgen berichtet, sondern auch die Erfolge entsprechend groß macht und auch, dass Kritik sein darf. Und im Gegenteil sogar sein muss und dass das nicht als antieuropäisch abgestellt wird. Und dafür werde ich mich einsetzen, auch in den nächsten Monaten. Ja, aber trotzdem, die Zahlen schauen anders aus. 37% der Österreicher finden, dass der Job, der in Brüssel gemacht werden sollte, schlecht gemacht wird. 22% meinen, dass man die EU überhaupt nicht braucht. Ist diese Kritik an der EU, die uns umgekehrt sehr viel gebracht hat. Ich glaube, an die 63.000 Firmen, die aus EU-Geldern mitfinanziert worden sind, ist diese Kritik der Österreicher nachvollziehbar, gerecht und vor allem, wie könnte man diese Negativstimmung eigentlich umdrehen? Also zum Ersten gebe ich Ihnen vollkommen recht, es besorgt mich tatsächlich, dass diese EU-Skepsis so unglaublich hoch ist, nämlich in Österreich ungleich höher als in anderen nach dieser jüngst erhobenen Studie. Und da kann man, glaube ich, nur entgegenwirken mit Information. Wir sehen natürlich schon, wie heißt es in den Medien, only bad news are good news. Und das schlägt halt schon auch ein bisschen durch, wenn immer nur über die Misserfolge breit berichtet wird und nicht über das, was zum Beispiel auch gelingen kann. Und nämlich auch gelingen kann durch Kritik. Österreich ist ein verlässlicher Partner auf europäischer Ebene. Wir legen schon aber auch den Finger in die Wunde. Also wenn Sie sich zurückerinnern, auch was Schengen betroffen hat, haben wir gesagt, man kann kein System erweitern, das nicht funktioniert. Und seitdem ist vieles passiert, auch wenn wir viel kritisiert worden sind. Es gab einen Rat im Februar der Innenminister, es gab einen Sonderrat der Staats- und Regierungschefs, Verzeihung, im Juni gab es einen Rat der Innenminister, wo dann eine Einigung erzielt worden ist. Und diese Dinge muss man dann halt schon auch sagen, diese Kritik, die nicht gegen Europa ist, sondern im Gegenteil ausgerichtet ist, um was weiterzubringen, ist notwendig. Und ich glaube halt, dass da oft nur das Negative hängen bleibt, auch wenn ich das so sagen darf, in der Berichterstattung manchmal. Und ich glaube, wir müssen uns auch selbst als Politikerinnen und Politiker an der Nase nehmen. Ja, aber vieles an Kritik kam auch aus der ÖVP selbst. Ottmar Karas, langjähriges ÖVP-Aushängeschild in Straßburg, meinte zuletzt wortwörtlich, die ÖVP ist nicht mehr die Europapartei und nicht mehr die Kraft der Mitte. Was bedeutet das? Ja, ich sehe es nicht so. Also diese Meinung teile ich keinesfalls. Wir sind die Europapartei, wir sind die Kraft der Mitte, aber da sind wir genau wieder bei der Frage, wenn man Europa kritisiert, ist man dann antieuropäisch? Wenn man die österreichische Bundesregierung kritisiert, ist man dann antiösterreichisch. Ich glaube, auf die Idee wäre noch nie jemand gekommen. Und ich glaube, diese Kritik braucht es auch. Und Institutionen stehen auch nicht über dem Recht und über Kritik. Und deshalb ist es gerade notwendig. Aber man muss halt auch entsprechend, sage ich jetzt einmal, salopp verkaufen. Ja, aber er hat auch dazu gemeint, es ist ein Fehler, wenn man sich am rechten Rand anbiedert und diese Parteien, allen voran eben die FPÖ in Österreich oder die AfD in Deutschland, kopieren will. Damit geht jegliche Glaubwürdigkeit verloren, hat er gemeint. Es war nicht so klar, ob er diese Kritik nur an die ÖVP oder auch an die heutige SPÖ gerichtet hat. Aber was konnten Sie da in diesem Zusammenhang? Also ich gehe mit ihm in einem Punkt, der Chor-Anbiederung ist nie ein guter Weg. Und es ist auch nie zum Beispiel mein Weg gewesen, mich irgendwo anzubiedern oder jemanden kopieren zu wollen. Ich glaube, je authentischer man ist und je klarer man auch formuliert, welche Ziele man anstrebt, desto erfolgreicher kann man auch die Menschen von diesen Meinungen überzeugen, beziehungsweise sie auch sie davon zu überzeugen, dass das Richtige ist, was man macht. Was heißt denn Kraft der Mitte? Was heißt denn proeuropäisch zu sein? Für die Menschen die besten Lösungen voranzutreiben. Und die besten Lösungen sind ganz bestimmt nicht, dass wir uns als Österreich oder dass sich Deutschland oder Kroatien oder irgendein anderes Land abschottet, sondern dass wir zusammenarbeiten. Und ich darf Ihnen da einen Satz sagen, der mich seit Jahren jetzt begleitet und auch begeistert. Er stammt nicht von mir, er stammt vom Bundeskanzler außer Dienst, Wolfgang Schüssel. Der hat vor 2 Jahren beim Europatag bei einer Veranstaltung im Bundeskanzleramt gesagt, wenn wir die Europäische Union jetzt nicht hätten, wäre genau jetzt der Zeitpunkt, sie zu erfinden, weil wir diesen globalen Krisen, diesen globalen Herausforderungen nicht nationalstaatlich begegnen
können? Und da könnte ich Ihnen jetzt viele aufzählen. Ja, ein Programm für Ihre politische Arbeit in den nächsten Wochen ist, pro Europa eine Kampagne zu lancieren. Wie wollen Sie die Stimmung in Österreich eigentlich drehen und was sind so die Kernpunkte, wenn es darum geht, die Ziele Österreichs innerhalb der Europäischen Union zu skizzieren? Wir sehen, wenn wir zurückgehen, auch in die letzten Jahre, Jahrzehnte, dass eigentlich immer in Jahren, wo Wahlen zum Europäischen Parlament stattgefunden haben, die Europazustimmung dann gestiegen ist. Ich führe das darauf zurück, dass mehr Information einfach auch verteilt worden ist, dass mehr Information über die Medien gespielt worden ist, dass mehr Europa Thema war in den Medien und auch in den öffentlichen Diskussionen. Und da möchte ich hin. Ich möchte zu mehr Information, zu mehr Diskussion mit den Europagemeinderätinnen und Europagemeinderäten, die ja auch sozusagen Botschafter sind in der Gemeinde, in der kleinsten Einheit, wo man sich aber auch Lösungen auch von europäischer Seite erwartet. Und man muss schon auch sagen, und ich glaube, da ist halt Österreich besonders anfällig, es gibt wahnsinnig viele Vorurteile. Einfach viele Dinge, die man der Europäischen Union unterstellt, obwohl die Europäische Union überhaupt nichts dafür kann. Und da entgegenzuwirken, glaube ich, würde ich schon einiges an Skepsis auch wegbringen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen meinte zuletzt in seiner Neujahrsansprache, Österreichs Politiker sollten mehr miteinander und weniger übereinander reden, zumindest übereinander nicht schimpfen. Ein frommer Wunsch im Wahljahr. Zuletzt ist ja ein Streit eskaliert. Sie gegen die Infrastrukturministerin Geversler über Österreichs Klimabahn. Die einen haben gemeint, das sei Brutalität, wie die beiden Frauen da miteinander umgegangen sind, die anderen sagen, das ist politischer Diskurs. Ja, was war da? Um bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu beginnen, ich glaube auch, dass wenn man was voranbringen möchte, braucht es Zusammenarbeit zwischen Politikerinnen und Politikern unterschiedlicher Couleurs. Und ich kann ein Beispiel nennen, wenn ich nicht über die Koalition hinaus auch über Jahre jetzt an dem Informationsfreiheitsgesetz gearbeitet hätte und dann auch eben mit der SPÖ diese Zweidrittelmehrheit hergestellt hätte, dann könnte man immer noch nicht davon sprechen, dass man das Amtsgeheimnis nach 100 Jahren endlich in der Mottenkiste der Republik verschwinden lassen können. Das ist das eine. Zum Zweiten, ja, natürlich braucht es auch in einem Wahljahr eine Reibung. Es braucht insofern eine Reibung, als man ja auch den Wählerinnen und Wählern darlegen möchte, warum die eigene Partei, die eigene Person gewählt werden soll. Also geht es natürlich nicht immer nur ganz miteinander und immer, aber das kann man, glaube ich, unterscheiden, ob es Sacharbeit ist oder ob es wirklich dann halt auch Wahlauseinandersetzung ist. Und das Dritte ist, ich habe natürlich diese Zuspitzungen auch alle mitbekommen, was diesen nationalen Klima- und Energieplan betrifft. Das war nicht Brutalität, das war einfach eine Notwendigkeit, dass hier ein abgestimmter Plan nach Brüssel geschickt wird und nicht etwas, was nicht mit dem zweiten, also mit dem zweiten Partner, nämlich der ÖVP, dem weit größeren Partner, abgestimmt ist. Und nationaler Plan indiziert ja, dass es auch national abgestimmt ist. Und das war nicht der Fall. Das gibt aber auch das Bundesministeriengesetz so vor. Und deshalb habe ich ja diesen Plan zurückgeholt. Und im Übrigen kann ich Ihnen sagen, ich habe mit der Leonore Gewessler sowie mit auch allen anderen grünen Regierungsmitgliedern ein gutes persönliches Verhältnis. Und ich spreche die Dinge auch ganz klar an. Und auch da habe ich so getan. Ja, aber sie ist klar über euch drüber gefahren da mit ihrem Klimaplan. War das nicht so? Sie hat einen Plan eingereicht, der nicht national koordiniert war und deshalb habe ich ihn zurückgeholt, was nicht nur notwendig war, sondern meine Pflicht war, weil das Bundesministeriengesetz nicht eingehalten worden ist. Und hier braucht schon auch die, also wie soll ich sagen, Klimaziele sind wichtig und Klimaziele sind auch der ÖVP wichtig. Und wenn Sie an unsere Programme schauen, dann ist das auch ein ganz wichtiges Gebot, dass wir das Klima schützen. Und ich verstehe junge Menschen, die da auch sozusagen uns immer wieder bitten, auf das zu schauen. Wir schauen auf das. Aber wir können Klimaziele nur erreichen, wenn wir sie gemeinsam mit der Wirtschaft und mit der Industrie erarbeiten, mit der Landwirtschaft. Wir können nicht drüber fallen über jemanden und deshalb war auch mein ganz klares Ansinnen, das ich ihr gegenüber auch angekündigt habe, das ist nicht koordiniert und deshalb ist es für uns kein nationaler Plan und deshalb habe ich ihn zurückgeholt. Und jetzt sind wir aber in Gesprächen, damit das wirklich ein abgestimmter Plan wird und dann werden wir den erstmöglich einreichen.
Ja, aber in Österreich schaut man in der Politik oft zurück und wenig nach vorne. Ein Untersuchungsausschuss jagt den nächsten, jetzt beginnen wieder zwei. Meist ist die ÖVP im Fokus. Ist Österreichs Politik und vor allem auch die Justiz eigentlich nur noch eine nach hinten schauende Jagdgesellschaft? Also die Justiz, und Sie wissen, dass ich selbst Strafrichterin war, ist natürlich immer mit der Aufarbeitung von bereits Vergangenem beschäftigt, von Straftaten, die bereits begangen worden sind. Und ich habe immer gesagt, als Richterin, der Einzige, der es wirklich weiß, ist der Täter. Alle anderen tappen sozusagen im Dunkeln und können nur mit Hilfe von Ermittlungsmaßnahmen versuchen, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, was in Österreich in der Justiz grundsätzlich ja gut funktioniert. Manches Mal sollte es halt ein bisschen schneller funktionieren. Da braucht es durchaus auch Reformen. Und Untersuchungsausschüsse sind ein wichtiges parlamentarisches Kontrollinstrument. Das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, um politische Verantwortung zu klären. Was mir ein bisschen wehtut, nämlich auch als Verfassungsministerin, ist, dass man das irgendwie vermischt, dass im Untersuchungsausschuss nicht die politische Verantwortung geklärt wird, sondern dass man versucht, hier Straftaten aufzudecken, dass Abgeordnete teilweise auftreten, als wären sie die schärfsten Richter oder Ankläger dieses Staates, und das sind sie nicht. Und ich finde, da sollte halt jeder wieder zu seiner Rolle auch in einem Rechtsstaat zurückkehren. Dann habe ich als allerletzte irgendwas gegen einen Untersuchungsausschuss, der politische Verantwortung aufklärt. Aber bitte in einer Art und Weise, dass man nicht Justiz, Lynchjustiz und Untersuchungsausschuss irgendwie miteinander verwechselt. Das heißt, das ist aber auch ein, ja, sagen wir, eine Kritik an der Justiz und der Arbeit der Justizministerin, oder? Das ist der Hinweis, dass es sehr, sehr notwendig ist, und wer mich kennt, weiß, dass ich das auch offen immer ausspreche, hier Reformen auch einzuleiten. Wir haben im Februar 2021 nicht ohne Grund bereits in der Regierung einen Ministerratsvortrag beschlossen, wo es darum geht, die Beschuldigtenrechte zu stärken, den Kostenersatz bei Freispruch und Einstellungen herzustellen. Da ist jetzt seine 70 Millionen Euro im Budget, die Verfahren zu verkürzen und auch die Weisungsspitze entsprechend zu adaptieren, dass sie wegkommt vom Justizminister, die Justizministerin. Und bis auf den Kostenersatz ist noch nichts passiert. Und insofern verlange ich jetzt insbesondere nach diesem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes zur Handydatenauswertung mehr Tempo. Denn wir können es uns einfach in Österreich, und wir sollten es uns in Österreich nicht leisten, dass wir mit Gesetzen hantieren oder die Staatsanwälte oder die Gerichte, die nicht auf der Höhe des 21. Jahrhunderts sind. Konkret eben Handydatenauswertung. Worum geht es da und was ist gefordert? Es geht darum, dass ich bereits seit Jahren sage, ein Handy ist kein Briefbeschwerer. Am Handy sind nicht nur Fingerabdrücke drauf oder vielleicht wie auf einer Tatwaffe Blutspuren, sondern da ist das ganze Leben drauf. Da sind Gesundheitsdaten drauf, da sind Fotos drauf, da sind E-Mails drauf, über Jahre, Jahrzehnte teilweise. Und so ein Handy, wenn das beschlagnahmt wird, dann muss ganz konkret erstens ein Richtervorbehalt her, das muss genehmigt werden von einem Richter, und zweitens, und das sagt der Verfassungsgerichtshof in dem Erkenntnis auch deutlich, muss genau festgeschrieben sein von der Staatsanwaltschaft im Vorhinein, welche Kategorie, welche Inhalte von Daten werden ausgewertet, in welcher Zeit, weil das geht ja über, wie gesagt, Jahrzehnte zurück, und zu welchem Zweck. Und das muss natürlich jetzt erst in Gesetzesform gegossen werden. Da gibt es Vorschläge auch vom Österreichischen Rechtsanwaltskammertag. Und ich bin wirklich davon überzeugt, wir dürfen uns hier nicht Zeit lassen, bis diese Frist von einem Jahr, also mit Ende des Jahres läuft ja das Gesetz dann aus, nach dem Erkenntnis des VfGH verstrichen ist, sondern das muss jetzt passieren, damit einfach auch das allgemein Gültigkeit hat und nicht nur auf den Einzelfall anzuwenden ist. Ja, europaweit schwächelt die Wirtschaft. Das spielt natürlich den Rechten in die Karten. Die Migrationsfrage ist ein großes Thema. Wir brauchen Aufbruchstimmung, nicht nur in Europa, sondern auch in Österreich. Wie wollen Sie diese Aufbruchstimmung erzeugen? Sind Sie die positive Lokomotive der ÖVP? Ja, ich glaube, man sollte mal damit anfangen, Mut zur Zuversicht zu entwickeln. Es ist nicht alles schlechter geworden. Es sind viele Dinge schwieriger geworden. Es sind globale Herausforderungen, denen wir auch nur global begegnen können. Also wenn ich jetzt auch spreche von russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, Teuerung, Inflation, Energieknappheit, die Sorgen, wie kann die Energie auch durch weiterhin sozusagen nach Europa gebracht werden. Aber dennoch haben wir diese Probleme ja immer wieder auch gelöst. Und wenn wir diesen Mut zur Zuversicht entwickeln,
dann glaube ich, kommt ein ganz anderer Impetus auch rein. Und dann kann man miteinander nach Lösungen suchen, statt sich nur wechselseitig vorzuwerfen, was nicht passiert ist. Aber ich sage es auch ganz deutlich, es wird noch große Herausforderungen geben in den nächsten Jahren. Es wird nicht Milch und Honig fließen, sondern die Herausforderungen bleiben. Aber gemeinsam können wir denen sicher besser begegnen. Und der Diskurs ist auch so wichtig. Zwischen Industrie, Wirtschaft, der Politik, der Zivilgesellschaft, den Konsumentinnen und Konsumenten. Und wir haben schon so vieles geschafft. Wir werden das auch gut zusammenbringen. Ein Hauptthema bei allen Wahlkämpfen, egal ob das jetzt in Österreich war oder zuletzt in Holland, wo Geert Wilders ganz stark kritisiert hat, in Deutschland die AfD, ist natürlich die Migrationsfrage. Ja, die einen sagen, da hat Europa geschlammt, die anderen meinen, sie könnten das alles innerhalb kürzester Zeit stoppen. Das hat übrigens auch die Giorgia Meloni in Italien gewollt, mit ihrer Fratelli di Italia, aber sie hat es nicht geschafft. Könnten wir es eigentlich besser machen? Wir können auch die Migrationsfrage nur gemeinsam lösen. Und es stimmt, es hat sehr, sehr lange gedauert, um hier Lösungen europäischer Natur auf den Weg zu bringen. Da muss man natürlich dann auch schon fragen, warum? Weil jeder Staat einzelne Interessen hat, abhängig von der geostrategischen Positionierung des Landes, mit der Herkunft, der Historie, sind die Einstellungen auch unterschiedlich. Aber es ist jetzt geglückt. Es gibt eine Einigung im Trilog für dieses große Asyl- und Migrationspaket. Und das muss natürlich jetzt fertig verhandelt werden und umgesetzt werden. Und auch das ist etwas, was ganz dringend den Menschen vermittelt werden muss. Zu sagen, Europa hat lange gebraucht, aber jetzt gibt es hier einen wirklich guten Ansatz, denn wir können nur gemeinsam dieses Problem in den Griff bekommen, indem wir mit einer Stimme auch außerhalb Europas kommunizieren. Und da, glaube ich, ja, ist es auch ganz wichtig, dass die Medien darüber sprechen, das berichten, denn die Migrationsfrage und ihre Lösung ist aus meiner Sicht schon etwas, was eine Existenzfrage auch Europas ist. Ja, aber die Einstimmigkeit, da ist immer so anzuzweifeln in Europa. Einer, der da immer ausschert, ist Viktor Orban, übrigens durchaus auch gut bekannt mit dem ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz, der eben meint, nur kein Flüchtling ist eine gute Flüchtlingspolitik für ein Land. Das heißt, der Egoismus der Nationalstaaten schlägt da voll durch. Ist das auch Ihr Vorbild vom Herrn, wie es Orban anlegt? Nein, also Viktor Orban ist definitiv kein Vorbild für mich, das möchte ich schon in aller Deutlichkeit sagen. Gerade wenn wir über Europa sprechen, ist es wichtig, hier auch Kompromisse zu schließen. Und da und dort ist es natürlich schon auch gerade in den letzten Wochen zu heftigen Ausritten von ihm auch gekommen. Aber, das große Aber, in letzter Instanz hat man auch immer wieder geschafft, ihn auf die europäische Linie zurückzuführen. Und wenn es einen gemeinsamen europäischen Asyl- und Migrationspakt gibt, wie er jetzt auch verhandelt worden ist im Trilog, dann gilt das für alle, auch wenn sie nicht mitgestimmt haben. Und gerade in dieser Frage gibt es kein Einstimmigkeitsprinzip, sondern das ist mit qualifizierter Mehrheit zu beschließen. Und wenn das einmal europäische Rechte sind, hat sich auch Viktor Orban daran zu halten. Wenn er das nicht tut, gibt es die Möglichkeit, ein Vertragsverletzungsverfahren vor dem EuGH einzurichten, Strafzahlungen etc. Ja, also international werden Ihnen auch Blumen gestreut, Frau Minister. Karl Theodor zu Guttenberg, Deutschlands ehemaliger Verteidigungsminister, hat zuletzt bei einer Podiumsdiskussion in Wien gemeint, wenn wir dieses Kaliber in Deutschland hätten, dann ging es uns auch besser, hat er gesagt. Ja. Gute Worte, oder? Danke für die Blumen. Es ist natürlich, ja, ich schätze Karl Theodor zu Guttenberg sehr. Habe mit ihm auch schon einige Diskussionen und auch Diskussionsveranstaltungen gehabt. Weiß nicht genau, was er meint. Ich kann nur sagen, ich tue mein Bestes jeden Tag und natürlich freut man sich über nette Komplimente. Sie kriegen Komplimente, Ihr Parteichef Karl Nehammer. Na, das ist ein bisschen rar mit den Komplimenten momentan. Wäre für Sie eigentlich eine Übernahme der Spitze der ÖVP in Österreich unter welchen Voraussetzungen auch immer denkbar? Nein, wir haben einen Bundesparteiobmann, der heißt Karl Nehammer, der wird in die nächste Wahl gehen. Und ich muss schon auch sagen, wenn Sie sagen, er bekommt keine Komplimente, es ist schon
oft wirklich unfair. Er hat die Partei in einer sehr, sehr schwierigen Situation, fast in einer Notsituation übernommen. Er hat alle Probleme, die man irgendwie haben kann in dieser Regierungszeit jetzt von was sind, ein bisschen mehr als 2 Jahren gehabt. Und das empfinde ich wirklich als unfair. Diese Regierung hat unter ihm wahnsinnig viel zustande gebracht. Nur geredet wird halt nicht so viel darüber. Und insofern stehe ich voll und ganz hinter Karl Nehammer. Und ich hoffe auch, dass wir es schaffen, die Menschen davon zu überzeugen, dass es eine breite Zustimmung für eine Partei wie die ÖVP braucht. Nicht nur, weil wir Europapartei sind, sondern weil wir Partei der Mitte sind und tatsächlich Vorstellungen haben davon, wie dieses Land national und international in den nächsten Jahren dastehen und ausschauen sollte. Ja, dann danke ich vielmals für dieses Gespräch. Ministerin Edtstadler hat eben gesagt, dass sie nicht als Spitzenkandidatin in die EU-Wahl gehen will und dass sie zu 100% hinter ihrem Parteichef Karl Nehammer steht. Danke vielmals für das Gespräch. Danke Ihnen, schönen Abend.